Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Inka Grings soll neue Trainerin des SV Strahlen werden. Urheberrecht Getty Images. Die frühere Nationalspielerin Inka Grings steht vor einem Engagement als Trainerin des Regionalligisten SV Strahlen. Schon am Montag soll sie vorgestellt werden. Ex-Nationalspielerin Inka Grings übernimmt offenbar als erste Frau einen Trainerposten in der Regionalliga. Wie die Rheinische Post und der Kicker am Sonntagabend übereinstimmend berichteten, soll die 40-Jährige gemeinsam mit Thomas Rothboom, 52, den SV Strahlen in der Regionalliga West vor dem Abstieg retten. Eine Bestätigung des Vereins stand zunächst aus. Grings soll laut Kicker am Montag vorgestellt werden. Strahlen hatte sich am vergangenen Donnerstag nach dem 0:1 beim tabellenletzten TV Herkenrad von Trainer Markus John getrennt. Der SV ist Tabellen-13. Mit 6 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone, ich musste aus Sorge vor einem Abstieg die Reißleine ziehen, hatte Vereinspräsident und Metzen Hermann Tecklenburg, der mit Frauennationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg verheiratet ist, den Schritt begründet. Grings mit Erfahrung im Männerfußball. Grings, zweimalige Europameisterin und viermalige Fußballerin des Jahres, ist mit 314 Treffern die Rekordtorschützin in der Frauenbundesliga. Bislang trainierte die frühere Stürmerin den Frauenbundesligisten MSV Duisburg und den männlichen Nachwuchs von Viktoria Köln in der U17-Bundesliga. Im Dezember 2018 übernahm Imke Wübenhorst, 30, den Oberligisten BV Kloppenburg und avancierte damit zur ersten Frau, die eine Männermannschaft aus den ersten 5 deutschen Ligen als Cheftrainerin betreute. Das Ende ihres Engagements zum Saisonende ist allerdings bereits beschlossen. Sport1 zeigt Regionalliga live. Am Montagabend überträgt Sport1 die Partie der Regionalliga West zwischen den Zweitvertretungen von Zweitligaspitzenreiter 1. FC Köln und Bundesliga-Primus Borussia Dortmund live. Regionalliga West 1. FC Köln 2, Borussia Dortmund 2 ab 20.15 Uhr live im TV und Stream.